Ja, rein formal liegt dieser Debatte ja der Etat des Bundeskanzleramtes zugrunde. Das sind ungefähr 2 Milliarden Euro in 2014. Warum erzähle ich Ihnen das an dieser Stelle? Nämlich deswegen, weil aus diesem Etat des Bundeskanzleramtes auch die Aufgaben finanziert werden, die dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien zugerechnet werden. Das Bestandteil des Bundeskanzleramtes und die folgenden Redner werden sich jetzt vor allem diesem Aspekt nämlich widmen. Wir erwarten dann auch die Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Jetzt beginnt aber dieser Aspekt mit einer Rednerin der Linksfraktion, Sigrid Hupach. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen jetzt wieder zur Kultur. Wir sehen uns gern als Kulturnation. Aber wie unterstreicht dieser Haushaltsentwurf? Die Linke begrüßt, dass nicht gekürzt wird. Wir finden jedoch, dass 1,6% des Gesamtetats der öffentlichen Haushalte für die Kultur zu wenig sind. Die soziale Lage der Kulturschaffenden in unserem Land hat sich nicht verbessert. Nach wie vor liegen ihre Einkünfte, ob sie im Theater arbeiten, Kostüme entwerfen, Tänzer oder Musiker sind, nur knapp über dem Existenzminimum. Der Koalitionsvertrag versprach Hoffnung mit einem großen Abschnitt zur Kultur. Das war erfreulich. 100 Tage aber nach der Verabschiedung lässt sich nicht erkennen, wie diese Versprechungen mit dem vorliegenden Haushalt eingelöst werden sollen. Verdoppelt wurden die Mittel für Provenienzforschung, die sich mit der Herkunftsgeschichte von Kunst- und Kulturgütern befasst. Frau Grütters plant ein deutsches Zentrum Kulturgutverluste. Es war höchste Zeit hierfür, 15 Jahre nach der Washingtoner Erklärung und fast 70 Jahre nach Kriegsende. Wir begrüßen diese Entwicklung sehr. Aber ein solches Zentrum in seiner bisherigen Konzeption löst die Probleme der Länder auf dem Gebiet der Provenienzforschung nicht. Was die Länder und ihre Museen brauchen, sind entsprechendes Personal und Geld. Das Geld aber dafür fehlt. 4 Millionen vom Bund für die Provenienzforschung sind so gesehen viel und wenig zugleich. Im letzten Haushalt gab es für ein Denkmalschutz-Sonderprogramm noch Mittel. Im neuen Entwurf sucht man dies leider vergebens, trotz Ankündigung im Koalitionsvertrag. Es war aber gerade dieses Programm, das zum Erhalt der Infrastruktur der Länder beigetragen hat. Hier muss dringend nachgebessert werden. Den kooperativen Kulturföderalismus auszubauen, war eine weitere Aussage im Koalitionsvertrag. Für uns ein Hoffnungsschimmer. Fordern wir doch seit Jahren ein Kooperationsgebot im Bereich Kultur und eine Gemeinschaftsaufgabe Kultur. Ohne dies bleibt dem Bund nur die Kulturstiftung des Bundes. Die Kriterien der Bundeskulturförderung müssten überdacht und die Kulturstiftung des Bundes genau wie ihre Fonds gestärkt werden. Das war in der letzten Legislatur noch die Aussage der SPD. Von einem neuen Musikfonds war die Rede ansatzweise noch im Koalitionsvertrag vorhanden. Im Haushalt findet man dazu nichts mehr. Die Kulturstiftung des Bundes verliert sogar noch ihren einmaligen Aufwuchs von 5 Millionen Euro. Dies werden wir nicht hinnehmen und werden erneut eine Aufstockung um 10 Millionen Euro fordern. Erbepflege geht einmal mehr vor Neukonzeption. Und dabei müsste doch allen Beteiligten klar sein, dass einem Wandel der kulturellen Produktionsbedingungen, einem Umbruch der Wahrnehmung und Nutzung von Kultur, wie wir ihn aktuell alle erleben, auch ein Wandel der Förderstrukturen folgen muss. Nach Berlin fließen ca. 40% der gesamten Bundeskulturförderung. Das ist nicht einfach mit dem Gedanken des kooperativen Kulturföderalismus in Einklang zu bringen. Trotzdem wird über Museumsneubauten in dreistelliger Millionenhöhe öffentlich nachgedacht. Umsetzen müsste dies die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, eine Stiftung, die chronisch unterfinanziert ist, die seit Jahren mit einer Vielzahl von Bau- und Sanierungsprojekten überlastet, wenn nicht überfordert ist, und deren Bauetat in diesem Haushalt um keinen einzigen Euro aufgestockt wird.
Wie soll diese Stiftung ein neues Museum der Moderne finanzieren? Was wir jetzt brauchen, ist eine grundsätzliche Debatte über die Finanzierung der Stiftung und eine deutliche Aufstockung ihrer Mittel. Neben Visionen von Museumsneubauten brauchen wir auch, Frau Grütters, Visionen für die Kulturförderung der Zukunft. Zeitgemäße Kulturpolitik muss Antworten haben auf die aktuellen Herausforderungen, wie zum Beispiel den demografischen Wandel oder die Digitalisierung. Künstlerinnen und Kreative müssen ausreichend sozial abgesichert sein. Für viele dieser Punkte hat DIE LINKE bereits Vorschläge vorgelegt. Frau Grütters, Sie haben kürzlich im Spiegel gefordert, Zitat, gebt mir die Millionen, Zitat Ende. Dazu sage ich, kämpfen Sie um die Millionen für die Kultur. Danke. Sigrid Hupach war das für die Linksfraktion. Und jetzt wird reden die Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin für Kultur und Medien, Monika Grütters. Nein, es gab eine Änderung in der Rednerreihenfolge. Auf die Staatsministerin müssen wir noch etwas warten. Das ist Hans-Ulrich Krüger für die SPD-Fraktion. Die Große Koalition macht eine gute Arbeit. Dies beweist der jetzt vorliegende Gesetzentwurf. Und wir brauchen, wie es unser geehrter, leider viel zu früh verstorbener Kollege Peter Struck anlässlich eines derartigen Eindringungsvorgangs einmal gesagt hat, auch in diesem Jahr unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Einen auf der einen Seite strukturell ausgeglichenen Haushalt und auf der anderen ein in den Koalitionsverhandlungen gutes und sozial gerechtes, aber vor allen Dingen finanzierbares Investitionsprogramm zu gestalten, das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine Kunst, und wir alle wissen, Kunst kommt von Können. Die Koalition hat sich viel vorgenommen, und sie wird auch viel erreichen. Für eine Haushaltskonsolidierung braucht man zum einen Disziplin und zum anderen eine gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Beide Faktoren liegen vor. Ja, sie geben uns den Spielraum, die in den Koalitionsverhandlungen prioritär vereinbarten Ziele umzusetzen. Die Rente mit 63, die Mütterrente, Investitionen in Bildung und Forschung, Unterstützung der Kommunen. Gestaltungsspielräume nutzen, um gleichzeitig zukünftige Generationen entlasten zu können, sind von jeher sozialdemokratische Anliegen. Mit der in der letzten Großen Koalition im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse haben wir eine Grundlage hierfür bereits geschaffen. Mit den mutigen Reformen, noch unter Gerhard Schröder, und dem entschlossenen und heute auch schon mehrfach angesprochenen Handeln des damaligen Finanzministers Peer Steinbrück und Olaf Scholz während der Finanzkrise durch ein umfassendes Konjunkturpaket haben wir eine weitere Basis dafür geschaffen, dass wir heute über einen strukturell ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2014 beraten können und für 2015 einen Haushalt ganz ohne neue Schulden vorzeigen wollen und werden. Das nenne ich Investieren in die Zukunft. Wie ich schon eingangs feststelle, zum einen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufstellen und zum anderen Geld für wichtige Investitionen in die Hand nehmen, ist eine Kunst. Beides ist voneinander abhängig. Und ich kann behaupten, dass die SPD hier innerhalb der Regierung die vorhandenen Spielräume für die richtigen Prioritäten nutzt. Lassen Sie mich das kurz vorstellen. Die Lebensleistung von Menschen muss anerkannt werden. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, darf und soll die Früchte seiner Arbeit auch ernten können. Die Kollegin Hasselfeld hat soeben zutreffend darauf hingewiesen. Das heißt, wer mit 18 oder sogar früher angefangen hat, hart zu arbeiten, kann mit 63 in den Ruhestand gehen. Nicht jeder von uns leistet einen Solidaritätsbeitrag, indem er derart lange Beiträge in unser Sozialversicherungssystem einzahlt. Insofern ist die Anerkennung der Lebensleistung dieser Menschen nicht nur sozial gerecht, sondern auch sachgerechte Fürsorge des Staates. Deswegen liegt auch die Zustimmung für die Rente mit 63 für langjährig Versicherte in der Bevölkerung bei 87% und bei den 18- bis 34-Jährigen sogar bei 89%. Gerade der Großteil der jungen Generation steht vollständig hinter dem Plan, Menschen, die jahrzehntelang hart gearbeitet haben, einen früheren Rentenzugang
ohne Abschläge zu ermöglichen. Der Rentenbeitragssatz bleibt 2014 also bei 18,9% in der deutschen Rentenversicherung. Es bleibt damit beim Status quo. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht genug. Wir verbessern auch die Anerkennung von Kindererziehung in der Rente für Väter und Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. Auch das ist ein Gebot der Fairness. Eltern, die ihre Kinder erziehen, wissen, was das heißt. Kindererziehung und Kinderbetreuung, ein Fulltime-Job. Von daher ist es nur fair und sozial gerecht, dass die Kindererziehungszeit mit einem weiteren Entgeltpunkt berechnet wird. Zukünftig, also ab dem 1. Juli 2014, erhalten demgemäß Väter und Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, 2 Jahre Erziehungszeit pro Kind angerechnet und damit eine erhöhte Rente. Diese Mütterrente wird zunächst aus den Beiträgen der Rentenversicherung und den Rücklagen finanziert. Als SPD, das bekenne ich ganz freimütig, hätten wir uns hier vorstellen können, hierfür Steuermittel heranzuziehen. Dies jedoch war aus den bekannten Gründen in den Verhandlungen nicht umsetzbar. Somit wird es 2019 einen zusätzlichen Bundeszuschuss aus Steuermitteln an die gesetzliche Rentenversicherung geben, Mittel, die dann bis 2022 auf 2 Milliarden Euro jährlich erhöht werden. Sie sehen, meine Damen und Herren, auch die Mütterrente ist ein Gebot staatlicher Fairness. Und einen dritten Punkt möchte ich ebenfalls noch erwähnen, nämlich die Erwerbsminderungsrente. Auch diese erhöhen wir. Diese erhalten bekanntermaßen Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen eines Unfalls nicht mehr berufstätig sein können. Auch hier ist staatliche Fairness angebracht. Wir werden daher die Erwerbsminderungsrente ebenfalls ab dem 1. Juli 2014 um 5% erhöhen. Nur ein handlungsfähiger Staat ist in der Lage, sich stark zu machen für den sozialen Ausgleich und gesellschaftliche Teilhabe. Das tun wir, das wollen wir. Ein weiterer wichtiger Förderungsschwerpunkt ist die Investition in Bildung und Forschung. Bildung und Forschung ist und wird ein Schwerpunkt unserer gemeinsamen Politik bleiben. 14 Milliarden Euro werden im Haushalt hierfür zur Verfügung gestellt. Wir reagieren damit auch auf die stark gestiegene Zahl von Studienanfängern und Anfängerinnen. Es ist gut und wichtig, dass immer mehr junge Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten einen guten Schulabschluss schaffen und Zugang zu den Universitäten und zu optimaler Chancengleichheit im Leben erhalten. Das kostet Geld. Von daher ist es nicht nur richtig, sondern notwendig, dass der Bund 2014 ca. 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, damit die Länder bei der Schaffung zusätzlicher Studienplätze unterstützt werden. In diesem Zusammenhang müssen natürlich auch die Studienbedingungen und die Qualität der Lehre verbessert werden. Aber in diesem Zusammenhang müssen wir es auch als Baustelle und Hausaufgabe für die aktuelle Legislatur ansehen, eine grundlegende Reform des BAföG anzustreben und auch zu beschließen. Ein besonderes Anliegen sozialdemokratischer Politik ist die Stärkung der Leistungsfähigkeit unseres Bildungssystems. Oder um es mit den Worten der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft auszudrücken, wir wollen kein Kind zurücklassen. Und das Gleiche gilt für Schüler, Jugendliche und Studenten. Oder andersrum nochmals gesagt, die Chancen junger Menschen dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Auch die Forschung wird weiter gestärkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier gibt es auch 5% höhere Zuwendungen. Und eine weitere prioritäre Maßnahme ist, das war schon angesprochen, die Erhöhung der Städtebauförderung. Ich erinnere nur daran, dass das Projekt Soziale Stadt zuletzt noch mit 28,5, knapp 30 Millionen Euro dotiert war. Wir haben mittlerweile eine Dotation von 150 Millionen Euro festgelegt. Und ich erinnere daran, dass wir die Städtebauförderung auf 700 Millionen Euro angehoben haben. Etwas, sehr geehrte Damen und Herren, was also auch bei den Kommunen bitter nötig ist. Und bei den Kommunen komme ich jetzt noch zu einem zentralen und wichtigen Thema dieses Bundeshaushalts. Ja, wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass der Bund die Kommunen finanziell entlastet.
Das ist angesichts der Belastung finanzschwacher Städte und Gemeinden bitter nötig. Viele Städte und Kommunen, die erhebliche Leistungen zu erbringen haben, können ihre Haushalte kaum noch stemmen. Sie stehen häufig unter dem Druck von Haushaltssicherungskonzepten und verlieren damit das ureigenste kommunale Interesse der Selbstverwaltungshoheit. Hier sind wir gefordert. Und ab 2014, auch das ist angesprochen worden, übernimmt daher der Bund vollständig die Kosten der Grundsicherung in Höhe von aktuell 5,5 Milliarden Euro. Das ist ein großer, für die Gemeinden direkt positiv spürbarer Erfolg sozialdemokratischer Politik, der, ich erinnere daran, nicht zuletzt aufgrund der Hartnäckigkeit im Vermittlungsausschuss, und zwar dort der rot-grünen Hartnäckigkeit im Vermittlungsausschuss, zustande gekommen ist. Ferner haben wir vereinbart, dass die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung am Bundesteilhabegesetz im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich von den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen entlastet werden. Wir stehen fest zu dieser Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes in dieser Legislatur. Daran wird nicht gerüttelt. Und auch eines ist klar, liebe Kolleginnen und Kollegen, bis dieses Gesetz erarbeitet ist, werden die Kommunen beginnend ab Januar 2015 mit 1 Milliarde Euro zusätzlich entlastet. Und Ziel ist es, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales noch in diesem Jahr mit den Arbeiten an diesem Gesetzgebungsvorhaben beginnt. Mit ihm soll die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt werden, das Leben von Menschen mit Behinderung eindeutig und konkret verbessert werden. Wir werden daher alles dafür tun, dass dieses Gesetz in 2016 verabschiedet wird, und wir werden auch ganz klar das klar angestrebte Ziel definieren, bereits 2017 zu einer höheren Entlastung der Kommunen zu kommen. Sie sehen, meine Damen und Herren, auf der einen Seite einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren und auf der anderen Seite Zukunftsinvestitionen für die Menschen in unserem Land vorzusehen, schließt sich nicht aus. Nein, es ist unabdingbar miteinander verbunden. Wir vertreiben insofern eine Politik der ökonomischen Vernunft. Lassen Sie mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts einer Debatte um die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand zum Schluss noch ein paar Sätze zur Steuerehrlichkeit in unserer Gesellschaft sagen. Ein Thema, welches uns, die Medien und die Menschen im Land in den letzten Wochen sehr bewegt hat. Und ich möchte daher in diesem Zusammenhang noch daran erinnern, dass es der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans war, der mit dem beharrlichen, aber damals von vielen beschimpften, heute aber von fast allen bejahten Ankauf von Steuer-CDs nicht nur eine Diskussion zur Steuerehrlichkeit und Steuermoral in Gang gesetzt hat, sondern auch dafür gesorgt hat, dass so mancher hinterzogene Steuereuro wieder in die Staatskasse geflossen ist. Nordrhein-Westfalen hat für den Kauf von Steuer-CDs bislang einen einstelligen Millionenbetrag ausgegeben und dadurch im Gegenzug mehr als 300 Millionen Euro an eingezogenen oder entzogenen Steuern für die Bürger eingenommen. Wie ich finde, eine gute Rendite. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch an die Opposition gerichtet, die Große Koalition packt an allen Fronten, auf allen Ebenen die Probleme an. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Diesen werden wir weitergehen. Ich lade Sie daher ein, unsere Arbeit bei den Haushaltsberatungen zu unterstützen. Ich danke Ihnen. Hans-Ulrich Krüger war das, Haushälter für die SPD-Fraktion. Ja, er ist aufgrund der Rednerreihenfolge hier noch zwischen die Kulturpolitiker gerutscht, sozusagen. Jetzt die Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Ja, liebe Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gleich zwei Ereignisse haben uns Kulturfreunde ja übrigens weltweit in den letzten Tagen sehr bewegt. Das eine war der Durchbruch bei der Bearbeitung des sogenannten Schwabinger Kunstfunds und das andere die große Ausstellung von Ai Weiwei im Gropiusbau. Und ich finde, beide Ereignisse, deshalb erwähne ich sie hier eingangs, sagen sehr viel aus über unser Verständnis als Kulturnation. Gestern konnten wir immerhin erleichtert feststellen, dass Gurlitt sich bereit erklärt hat, die Raubkunst freiwillig, das ist erstmals in der Geschichte der Republik so, an die Erben der damaligen, meist jüdischen Besitzer zurückzugeben. Und das ist nicht nur ein großer Erfolg in diesem spektakulären Fall,
sondern er sagt vor allen Dingen eins, dass Deutschland auch 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht aufhört, seine Vergangenheit aufzuarbeiten, auch wenn es wehtut. Und worum es hier geht, das finde ich auch, das ist ein Applaus wert, vor allen Dingen, weil tatsächlich ein Privater, der das nicht hätte tun müssen, sich freiwillig dazu bereit erklärt hat. Und vor allen Dingen wird eins dabei sichtbar, es geht da nicht immer nur um im Einzelfall den materiellen Ausgleich, sondern um die Anerkennung der Opferbiografien. Also auch um so etwas wie die moralische Durchdringung unserer aller Geschichte. Und vor genau einer Woche haben wir im Gropiusbau eben die weltweit größte Ausstellung des Künstlers Ai Weiwei eröffnet, die deshalb so viel weltweites Aufsehen erregt, weil er in China unter Hausarrest sitzt und weil seine Kunst, die subversiv ist und manchmal fast verführerisch ästhetisch, trotzdem in allen seinen Arbeiten, in denen er ja immer wieder auch die Unterdrückung, die er erfahren hat, aufarbeitet, so etwas ist wie ein Manifest gegen Ungerechtigkeit und ein Manifest gegen Willkür. Was daran deutlich wird, ist, dass Kunst und Kultur, und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern überall, kein dekorativer Luxus ist, sondern eine Haltung, ein Modus des Zusammenlebens. Und dass die Künstler, die ja diejenigen sind, über die Bedingungen unserer Existenz nachdenken, auch über die Verfasstheit einer Gesellschaft, dass man sehr genau erkennen kann, eine Gesellschaft daran, wie sie mit eben genau diesen Künstlern umgeht. Das ist eine Art Lackmustest für die Demokratie und für die Achtung der Menschenrechte. Und Friedrich Schiller hat das, wie ich finde, sehr poetisch mal festgefasst in dem Wort, die Kunst ist eben eine Tochter der Freiheit. Und der Schutz dieser Freiheiten, unter denen Geist und Kultur gedeihen, muss deshalb auch oberster Grundsatz jeder verantwortlichen Kulturpolitik sein. Denn es kann ja nur der Staat sein, der diese Kunst und diese Freiheit schützt. Das heißt, wenn wir heute über den Kulturetat der Bundesregierung sprechen, dann sprechen wir über nichts Geringeres als eben über die Grundlage unseres Zusammenlebens. Ganz konkret, ein Staat, der wie Deutschland so reich ist an kulturellen Traditionen, aber auch viel radikaler in seinen Brüchen, ein Staat wie Deutschland muss eben auch im Umgang mit seinen Kulturgütern Klarheit schaffen und nach fairen und gerechten Lösungen suchen. Deshalb bin ich sehr dankbar, und das ist nicht banal, dass wir die Mittel für die Provenienzrecherche und für die Rückgabe tatsächlich noch in diesem Rumpfhaushalt, im Nachtragshaushalt für 2014, verdoppeln konnten. Und das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste kann sein, dass es spät kommt, aber es kommt zur rechten Zeit. Und es macht ja einmal mehr deutlich, wie wichtig uns die Aufgabe ist. Deshalb bin ich wirklich dankbar und immer noch beeindruckt, dass ausgerechnet meine israelische Kollegin Limor Livnat bei unserem Besuch unvermittelt, das war nicht geplant, einmal mehr gesagt hat, sie bewundert, was wir in der kurzen Zeit gemacht haben, und fragt sogar, ob wir deutsche Provenienzforscher in israelische Museen schicken können, wenn das kein Vertrauensbeweis ist. Jetzt, verehrte liebe Kollegin Rössner, zur Medienpolitik, und zwar der, die der Bund zu verantworten hat. Ich weiß, Sie haben sich ins ZDF verbissen, aber es ist und bleibt Ländersache. Und übrigens zu persönlichen Raufereien, nämlich gleich meinen Amtsvorgänger aus dem Amt zu jagen, neige ich wirklich nicht. Also kommen wir zur Politik, Medienpolitik des Bundes. Die Krise in der Ukraine und der arabische Frühling oder das, was davon übrig geblieben ist, zeigt uns einmal mehr, wie wichtig unabhängiger, freier Journalismus ist. Und die Deutsche Welle als Auslandssender steht eben für Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Menschenrechte, Demokratie, soziale Marktwirtschaft. Da können Sie gerne lachen. Ich finde, es ist nicht zum Lachen, sondern es ist wichtiger denn je. Und der Wettbewerb um die Weltöffentlichkeit, um Werte und Ideen hat sich eben drastisch verschärft. Die Deutsche Welle konkurriert inzwischen mit mindestens 26 internationalen Sendern, und viele von denen stehen eben nicht für freie Meinungsäußerung, sondern für eine aggressive und tendenziöse Berichterstattung, nicht selten für Zensur und Propaganda. Und trotzdem ist es der Deutschen Welle gelungen, in den letzten Jahren ihr Nutzungsangebot um 17% zu steigern, auf immerhin 101 Millionen Zuschauer und Nutzer pro Woche. Ich glaube, das ist ein Zeichen für hohe Glaubwürdigkeit. Und sie setzt natürlich auch ein Zeichen mit mutigen Entscheidungen wie die Satire-Sendung des ägyptischen Bassam Youssef tatsächlich in ihr Programm zu übernehmen, obwohl es starke Konkurrenz nicht zuletzt von der BBC gegeben hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Deutsche Welle stärken, und wir haben
finde ich, in diesem Haushalt auch kurzfristig mit mindestens 2 Millionen mehr auch über ODA-Mittel getan. Und das soll nicht das letzte Wort gewesen sein. Also helfen Sie mir mit, die deutsche Welle tatsächlich zu stärken und zu stabilisieren. Und noch ein Wort zum Thema Filmförderfonds. Er ist hier angesprochen worden. Der war jahrelang bei 60 Millionen. Das verteidige ich auch. Und als er einmalig auf 70 aufgestockt wurde, sind, das müssten Sie wissen, 62 Millionen nur abgeflossen, nicht mehr. Und ich finde es traurig, dass wir alle die Filmförderfonds immer nur auf diesen einen Fonds reduzieren. Nichts über die Drehbuchpreise, nicht über den Deutschen Kinderfilmfonds, nichts über das Oberhausener Filmfestspiel, nichts über all die Berlinale beispielsweise. Ich fände es doch besser, wenn wir die Filmförderung hier ernst nehmen. Sie steht ganz oben auf unserer Agenda und nimmt mehr Raum ein als fast alle anderen Themen auch. Frau Kollegin Grütters, die Wahrung unseres... Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Rösner? Ja. Tabea Rösner fragt für die Grünen-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Grütters. Ich will noch mal nachfragen bei dem Deutschen Filmförderfonds. Sie haben am 6. Februar dieses Jahres, das ist mal gerade 2 Monate her, gesagt, ich zitiere, Filme brauchen Förderer. Einer der wichtigsten Grundpfeiler der Filmförderung in Deutschland ist der Deutsche Filmförderfonds. Im letzten Jahr wurden im Rahmen des DFFF 70 Millionen Euro für die Produktion von Kinofilmen zur Verfügung gestellt. Auch der im Juni letzten Jahres beschlossene Entwurf des Bundeshaushaltes 2014 sieht für dieses Jahr eine Förderung in Höhe von 70 Millionen Euro vor. Und dabei wollen wir auch gerne bleiben. Sie haben das doch angekündigt. Deshalb wundere ich mich jetzt Frau gerade, Kollegin, dass Sie das... Wir reden jetzt hier im Moment über den Regierungsentwurf. Und in dem waren immer 60 ich die Frage Millionen. Noch die 10, die nachgekommen sind, hoffe ich ehrlich gesagt, auch immer im parlamentarischen Verfahren verteidigen zu können. Sie sollten aber zumindest zur Kenntnis nehmen, dass nur 62,4 Millionen abgeflossen sind. Und deshalb hoffe ich, wir können ja hier alle gemeinsam dafür werben, dass es im parlamentarischen Verfahren, wie das zumindest in den vergangenen 2 Jahren war, noch mal wieder eine Aufstockung gelingt. Aber wir reden jetzt über den Regierungsentwurf. So, und jetzt möchte ich weitermachen. Also, die Wahrung unseres kulturellen Erbes ist das eine. Ich komme zu einem anderen Thema, was Sie beide angesprochen haben, nämlich die Fürsorge für die Künstler, die wichtig sind. Deshalb haben die Kollegin Nahles, jetzt ist sie nicht mehr da, und ich, die Künstlersozialkasse noch mal wieder einmal zur Priorität in unserer Politik gemacht und innerhalb der ersten 100 Tage bereits dafür gekämpft, dass hier dieser kulturpolitische Meilenstein, der es vor 31 Jahren war, jetzt gibt es eine Diskussion um den Filmförderfonds, das finde ich schade, weil die Künstlersozialkasse mindestens genauso wichtig ist, jetzt nicht beschädigt wird. Das ist nämlich auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass hier angemessen bezahlt und sozial abgesichert wird. Ich bin der Kollegin dankbar, dass sie zumindest jetzt schon einen Entwurf vorlegt, der am 30. April ins Kabinett soll und auf den wir uns verständigt haben, damit tatsächlich die Künstler besser abgesichert sind. Frau Huppach, zum Thema kooperativer Kulturföderalismus. Ich finde, wir Kulturleute können auch einigermaßen froh sein, wie relativ gut die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen in der Kultur läuft, wenn ich mal zum Bildungsbereich gucke, wo man sich selbst auf die Aufhebung des Kooperationsverbots für Hochschulen nicht einigen kann. Trotzdem, ich habe immerhin 2 Monate nach Amtsantritt bereits nicht nur die Kulturminister, sondern auch die Kommunen zum Gespräch mit eingeladen. Und wir haben 3 wichtige Themen uns für die gemeinsame Arbeit vorgenommen. Das ist mehr, als es jemals gegeben hatte. Und natürlich werde ich da weitermachen. Freiheit von Kunst und Kultur heißt natürlich auch Freiheit von Geldsorgen. Geld ist nicht alles. Ohne Geld geht fast nichts. 1,6% übrigens sind nicht viel, aber damit sind wir immer noch das Land mit der höchsten Kulturdichte auf der ganzen Welt. Und ich bedanke mich ausdrücklich dafür, dass es mit der großen Unterstützung durch das Parlament, durch die Haushälter, auch durch den Finanzminister und dass es in Zeiten von Schuldenbremse, ausgeglichenen Haushalten oder dem ehrgeizigen Ziel der Schuldentilgung ja auch nicht wenig, dass es gelungen ist, den Etatansatz zu verteidigen. Und natürlich hoffe ich noch ein bisschen auf unsere Parlamentarier, wenn so ein Stichwort wie Denkmalschutzprogramm fehlt. Das war nämlich immer nur vom Parlament. Die Unterstützung und Ihre aller Solidarität haben bei uns
dazu geführt, dass die Kultur in unserem Land einen so hohen Stellenwert hat. Ich möchte mich auch ausdrücklich bei der Opposition bedanken, weil das große Einvernehmen ganz sicher auch fraktionsübergreifend und nicht nur auf die Koalitionsfraktionen beschränkt ist. Wie sagte Schiller, die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Sie ist, finde ich, auch das geistige Band, das uns zusammenhält. Also hoffen wir gemeinsam, dass es stark bleibt und hält. Ich bedanke mich. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters war das. Für die SPD-Fraktion jetzt ans Rednerpult wird kommen Eva Högel, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie vereint in ihrem Amt die Ressorts Innenrecht, Verbraucherschutz, aber nicht zu vergessen auch Kultur und Medien. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, diese Koalition hat vereinbart, den Kulturhaushalt des Bundes auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Und weiter heißt es, ich darf zitieren, Kultur ist keine Subvention, sondern eine Investition in unsere Zukunft. So haben wir das in unserem Koalitionsvertrag niedergelegt. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, wenn man das so hört. Und trotzdem wissen wir, und das wissen gerade die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, dass wir das mit Leben füllen müssen, diese vermeintliche Selbstverständlichkeit, und dass wir Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker einen ganz langen Atem haben müssen und unsere Anliegen häufig gegen massive Widerstände durchsetzen müssen. Und deswegen darf ich heute hier noch mal daran erinnern, und Frau Bundeskanzlerin, Sie gestatten das, dass ich an einen Ihren Vorgänger erinnere, nämlich es war eine rot-grüne Bundesregierung 1998, Gerhard Schröder hat das durchgesetzt, dass wir einen Beauftragten für Kultur und Medien bekommen, mit Michael Naumann damals 1998. Und ich darf heute hier auch sagen, dass ich froh bin, dass wir mit Ihnen, liebe Frau Grütters, so eine engagierte und durchsetzungsstarke Person an dieser Stelle haben und sicherlich noch viel bewegen können. Als Berlinerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden Sie verstehen, dass ich sage, dass es natürlich schön ist, dass wir einen Akzent auf die Hauptstadtkultur legen bei unserer Kultur, dass viele der bereitgestellten Mittel des Bundes nach Berlin fließen und dort direkt in Projekte und kulturelle Einrichtungen. Und zahlreiche dieser Einrichtungen und Projekte haben sogar ihren Standort in meinem Wahlkreis, nämlich in Berlin-Mitte. Und deswegen freue ich mich darüber ganz besonders. Aber das, was ich eigentlich sagen möchte, ist nämlich, dass es wichtig ist, dass wir uns der Bedeutung von Berlin als Kulturhauptstadt bewusst sind und dass wir das gemeinsam mit Berlin gestalten und dass wir Berlin nicht nur unterstützen, sondern eben mit Berlin gemeinsam gute Kulturpolitik hier gestalten vor Ort, wo wir auch natürlich viel davon profitieren. Drei aktuelle Themen, kurz angerissen. Das Stichwort Stiftung Preußischer Kulturbesitz fiel schon. Diese Stiftung gehört zu den größten und bedeutendsten Kultureinrichtungen, die wir in Deutschland haben, und leistet eine ganz hervorragende Arbeit. Und ich möchte einen Punkt ansprechen, liebe Frau Grütters, den Sie in die Diskussion geworfen haben in den letzten Wochen, nämlich den Standort der Alten Meister, der Umzug der Alten Meister vom Kulturforum hin auf die Museumsinsel. Und ich finde es als Kulturpolitikerin richtig und wichtig, Visionen zu haben und Perspektiven zu entwickeln. Das ist notwendig, das brauchen wir insbesondere in der Kulturpolitik. Und es ist natürlich eine charmante Idee, auch auf der Museumsinsel alle Kunstwerke zu versammeln, die dorthin gehören. Aber wir wissen auch, wir Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, dass wir die besten Pragmatiker sein müssen. Und jetzt gucke ich die Haushälter und Haushälterinnen an. Und deswegen müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass nicht alles, was künstlerisch ideal wäre, was eine schöne Vision wäre, tatsächlich durchsetzbar ist. Und es gehört auch zur Haushaltsdebatte zu sagen, dann vielleicht ein wenig weniger, dafür aber durchsetzbar. Oder, so ehrlich sollten wir miteinander sein, wenn wir es wollen, diesen Umzug und schöne Gebäude auf dem Kulturforum, was ich mir als Berlinerin natürlich wünschen würde, dann müssen wir alle gemeinsam, Frau Grütters hat eben schon gesagt, sie setzt auf die Parlamentarier, eine ganze Menge mehr Geld in die Hand nehmen, wenn wir genau das umsetzen wollen. Stichwort Humboldt-Forum, das ist ein wichtiges Thema für uns alle hier im Deutschen Bundestag. Wir wollen dieses Humboldt-Forum zu einem Zentrum machen, das ein beliebter Ort ist im Herzen von Berlin, wo alle gerne hingehen und wo etwas stattfindet. Und deswegen diskutieren wir jetzt nicht länger über das Schloss, ob wir das Schloss gut oder nicht gut finden oder uns ein anderes Gebäude hätten vorstellen können, sondern jetzt ist es unsere Aufgabe, darüber zu debattieren, was soll dort stattfinden.
Und wir laden die Kulturen der Welt ins Herzen von Berlin ein. Das ist eine ganz hervorragende Entscheidung. Und deswegen müssen wir gemeinsam in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren darüber debattieren, was genau dort stattfinden soll und wie wir dieses Humboldt-Forum zu einem lebendigen Ort der Kultur gestalten. Jetzt habe ich viel über Hochkultur gesprochen und ich möchte nicht enden, ohne deutlich zu machen, dass Kunst und Kultur natürlich besteht aus vielen kleinen Projekten und Initiativen. Dass Einzelne sich zusammentun, eine Existenz gründen, das gilt im Übrigen auch nicht nur für Kunst und Kultur, sondern auch für Medien. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir all diejenigen Kulturschaffenden, ganz kleine, feine Initiativen, dass wir die unterstützen, nicht nur im Bereich der sozialen Sicherheit durch die Künstlersozialkasse, sondern auch durch Programme und Projekte, beispielsweise Atelierprogramme, dass wir ihnen einen guten Start verschaffen und dass wir vor allen Dingen, und darauf kommt es in der Kulturpolitik an, vielen Menschen ermöglichen, diese Kultur nicht nur zu genießen, sich an ihr zu beteiligen, sondern sie aktiv zu gestalten und sich damit auseinandersetzen. Kulturpolitik ist beste Gesellschaftspolitik und das setzt voraus, dass möglichst viele an ihr partizipieren und das ist auch unsere Aufgabe, wenn wir über den Kulturhaushalt diskutieren. Vielen Dank. Eva Högel, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion. Nächster Redner hier kommt wieder aus der Unionsfraktion. Rüdiger Kruse wird es sein. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zum Anfang, auch wenn sie nicht mehr da ist, die Kollegin Rösner von den Grünen hatte ja sich vehement für die Filmförderung eingesetzt, was natürlich eine gute Sache ist. Und dann mag das auch geschenkt sein, dass sie hier nicht das Gleiche mit dem Gleichen vergleicht. Die Regierungsentwürfe sind mit 60 Millionen gleich geblieben. Wir haben dann als Parlament noch mal 70 Millionen draufgelegt, wenn ein einmaliges Erhöhen, 10 Millionen, Entschuldigung, 10 Millionen, ja gut, keine Erwartung wecken, wenn man dann mal einmalig was drauflegt. Dann wird es ja quasi im Nachgang dann noch bestraft, wenn man das dann für immer haben will. Und da muss man einfach sagen, wenn dann 63 Millionen abfließen, dann war die Erwartung, dass das ein begieriger Schwamm ist, der viel, viel mehr aufsaugen könnte, dann wohl doch nicht richtig. Das heißt, so schlecht liegen wir mit den 60 Millionen nicht. Aber wenn man denn vergleichen will, dann müssten die Grünen an diesem Punkt mal vergleichen, was sie zu ihrer Regierungszeit denn mit dem Deutschen Filmförderungsfonds gemacht haben. Wie hoch waren die Zahlen? Waren das 60 Millionen? Waren das 50, 30, 20, 10? Null. Null. Daher kommen wir. Ich finde also kein schlechtes Ergebnis, 2013 wieder 60 Millionen für den deutschen Film zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Einstieg für das, für die Momentaufnahme, die ich mal für dieses Land machen möchte. Wir, in diesem Augenblick, leben wir in einem Wohlfühlland. Das kennen Sie vielleicht, und dann kommt meistens so eine herbe Kritik. Nee, ich meine das einfach, also selbst wenn ich keine rheinische Frohnatur bin, fühle ich mich selber auch gerne wohl. Und ich finde es gut, dass die meisten Menschen sagen, es lebt sich gut in Deutschland, wir sind gern hier. Die haben das auch verdient, die haben das nämlich über Jahrzehnte mit viel Leistung auch so aufgebaut. Von außen, ich betone von außen betrachtet, aus anderen Ländern, wahrscheinlich aus der Mehrzahl aller Länder, ist Deutschland sowas wie ein Paradies. Nun gibt es zwischen dem Wohlfühlaugenblick, den wir hier haben, und dem Paradies entscheidende Unterschiede. Das Paradies ist für die Ewigkeit, aber erst in der Ewigkeit. Und der Augenblick, das sagt das Wort ja schon, ist ein Moment. Und der vergeht wieder. Und wenn man den Wunsch hat, dass er verweilen soll, dieser Augenblick, da muss man dafür etwas tun. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie in einem strömungsschnellen Fluss rudern und wenn Sie dann nicht bloß auf der Stelle bleiben, also nur Fahrt durchs Wasser machen, sondern sogar Fahrt über Grund, dann sind Sie richtig gut. Und wenn Sie dann aber vor lauter Freude die Ruder hochklappen und sagen, hey, was haben wir vollbracht, dann sind Sie ganz schnell wieder hinter dem Ausgangspunkt und irgendwann treiben Sie dann hinaus ins offene Meer. Viel Glück. Bedeutet also, dass der Mensch, solange er lebt, eben streben muss. Das heißt, wir müssen etwas tun, um diesen Wohlfühlaugenblick zu verlängern. Und wenn wir dann noch den Ehrgeiz haben, das zum Ende dieser Legislatur auch noch zu verbessern, bedeutet das auch, es ist viel zu tun. Wenn ich mir anschaue, wie dieser Haushalt aussieht, dann ist es sicherlich ein ganz, ganz wesentliches Kriterium, dass er zum ersten Mal seit langer, langer Zeit die Zukunftsfähigkeit in sich trägt. Wenn wir das so machen, dann können wir das auch so weitermachen.
Wenn wir eine schwarze Null schreiben, dann ist das ein sehr, sehr guter Ansatz. Und dann ist es auch genau das, was wir zukünftigen Generationen schulden. Aber wie macht man das dann in Zukunft? Und wo gibt es denn noch Dinge, wo wir in den nächsten 4 Jahren noch ran müssen? Und da, wenn man mal das Ganze mit einem Bau, mit einem Körperbau vergleicht, damit all das, das Gehirn und die Lungen und alles funktionieren, gibt es ja im Körper Infrastruktur, also Arterien und Venen und Nerven und diesen ganzen Krams. Was machen wir denn für an Infrastruktur, um das Ganze zu unterhalten? Wir haben ja 300 Milliarden, die haben wir nur, weil sie erwirtschaftet werden, zwar von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, gemeinsam erwirtschaftet und über Steuern uns übereignet, damit wir es vernünftig für das Land wieder ausgeben. Für diese 300 Milliarden, um das dauerhaft zu bekommen, investieren wir in die Infrastruktur so roundabout 12, 13 Milliarden. Das ist prozentual nicht besonders viel. Und wenn man eine Rendite zu erwarten hat, das heißt, wenn man ohne Steuererhöhung in der Zukunft mehr machen können möchte, dann muss man einfach mit der gleichen Steuern, mit den gleichen Steuersätzen eben mehr ersteuern, mehr bekommen. Und mehr, noch nicht mal das Gleiche, wenn man das Gleiche halten will, wird man investieren müssen. Das heißt, perspektivisch sind wir gut beraten, wenn wir an diesem Segment noch weiter ausbauen. Das sind die 5 Milliarden mehr in dieser Legislatur ein richtiges Zeichen. Es ist ein erster Schritt, aber bekannterweise bestehen längere Wege nicht nur aus einem Schritt. Das heißt, wir müssen da noch weitergehen. Wenn man sich da was wünschen darf, dann wäre es das schon, dass man sich darauf einigt, dass man eine Politik fährt, wo wir die nächsten 20 Jahre sagen, dass wir den Nachholbedarf der Infrastruktur von 60 bis 80 Milliarden in diesem Zeitraum abdecken wollen. Und dahin sollte man das Ganze steuern. Dann ist das schon mal ein guter Beitrag, aber Wasserstraßen und Schienen und normale Autobahnen und so weiter sind wichtig, wichtig, aber sie sind nicht identitätsstiftend. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was eben sehr stark anklang, das ist die Kultur, die leistet sehr viel für das Identitätsstiftende. Die sagt sehr viel aus über ein Land und trägt auch viel dazu bei, dass man sich dort wohlfühlt. Und wenn man vorher waren wir Infrastruktur, da wird viel gebaut, auch wenn man das Ganze hier als Bau, der Staatsbau ansieht, dann gibt es immer die Abteilung Kunst am Bau. Das ist jetzt so ein bisschen, könnte man fast abfällig sagen, wenn ich jetzt sagen würde, Monika Grütters ist die Staatsministerin für Kunst am Bau. Das klingt so ähnlich wie Frauen und Gedöns. Aber wenn es denn Kunst am Bau wäre, dann wäre das Volumen immerhin 2 bis 3% vom Gesamtetat. Nun ist Wolfgang Schäuble nicht mehr da, sonst wäre er jetzt erschrocken. Das wäre immerhin eine, selbst bei 2%, eine Verfünffachung des Anteils. Nur wichtig ist, auch wenn man anstreben sollte, dass längerfristig Kultur einen Aufwachs hat, wir könnten niemals kompensieren das, was die Länder kürzen könnten. Das heißt, auch hier muss es so sein, dass die Länder weiter zu ihren Verpflichtungen stehen und dann der Bund seine Sachen macht. Und dann gibt es ja noch die weitere Aufgabe, dass wir sehen müssen, dass die Aufgabe des Bundes auch sehr stark nach Europa reinstrahlt. Das heißt, wenn wir unsere Kulturpolitik auch stärker europaaffin ausbauen, das heißt mit Partnern die kulturelle Identität Europas stärken, dann leisten wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Beitrag zur Identitätsstiftung. Und dann leisten wir auch einen Beitrag dafür, was in seiner Rede gestern Wolfgang Schäuble gesagt hat, dass ein Europa, was von der Menschenzahl nicht zunehmen wird, anders als der Rest der Welt, und auch von seiner Wirtschaftskraft am Anteil nicht zunehmen wird, dass dieses noch gesehen wird und ein attraktiver Partner ist und auch Deutschland ein Land ist, wo man hin möchte, wo man leben möchte, wo man arbeiten möchte, weil man sich hier wohlfühlen kann. Vielen Dank. Rüdiger Kruse war das für die Unionsfraktion. Fast 4 Stunden dauert jetzt schon diese Generaldebatte hier an, am 2. Tag der Haushaltsberatung. Und das letzte Wort, zumindest zu diesem Tagesordnungspunkt zur Generaldebatte, hat jetzt Hiltrud Lotze für die SPD-Fraktion. Oh, wie kann ich das wieder anhalten? Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Einzelplan, über den wir hier gerade sprechen, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, beläuft sich auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Das ist verglichen mit der Gesamtsumme des Bundeshaushaltes eine kleine Zahl, aber doch eine erkleckliche Summe Geld. Und Geld hilft, das wissen wir alle, auch in der Kultur.
Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Bedeutung von Kultur und ihre Aufgabe ja weit über die ökonomische Erfassung hinausgeht. Kultur muss Geschichtsbewusstsein sein. In kaum einem anderen Bereich besteht eine so enge Verknüpfung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft wie im Kulturbereich. Denn so wie wir heute in unserer Gesellschaft zusammenleben, das ist geprägt durch unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wir müssen also bedeutende Ereignisse unserer Geschichte immer wieder mitdenken. Wir müssen uns an sie erinnern. Wir müssen ihrer gedenken. Und deswegen ist zum Beispiel die Erinnerungskultur und die Aufarbeitung, die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte, mit der Systemgeschichte ganz besonders wichtig. Das ist besonders wichtig für junge Menschen, die selber einen Teil der Geschichte nicht erlebt haben. Und das stabilisiert auch die Demokratie. Für die Gedenktage, über die hier schon gesprochen wurde, heute in diesem Jahr, wir gedenken an die 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 75 Jahre Zweiter Weltkrieg und den Fall der Mauer vor 25 Jahren, für Projekte, Veranstaltungen und Konferenzen, die sich anlässlich dieser Gedenktage mit der Geschichte künstlerisch und wissenschaftlich auseinandersetzen und beschäftigen, sind im Haushalt 500.000 Euro vorgesehen. Und für die friedliche Revolution vor 25 Jahren, das ist eines der einschneidendsten Ereignisse der europäischen und deutschen Freiheits- und Demokratiebewegung, gibt es auch Geld. Seit Anfang des Jahres fördert das BMK Veranstaltungen und Ausstellungen zu diesem Anlass. Besonders erwähnen möchte ich die Open-Air-Ausstellung der Havemann-Gesellschaft. Da ist jetzt die Ausstellung dauerhaft gesichert durch den Haushalt BKM. Und das hatten wir auch im Koalitionsvertrag so vereinbart. Wie die Vergangenheit unsere Gegenwart beeinflusst, sehen wir am aktuellen Fall Gurlitt. Auch darüber ist hier schon gesprochen worden. Durch die Enteignung und den Abkauf zu Ramschpreisen der Kunst während der NS-Zeit ist den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein großes Unrecht geschehen. Und das ist uns heute eine moralische Verpflichtung, die Provenienz zu verstärken und rechtliche Regelungen und Verjährung und Entschädigung neu zu überdenken. Dieser Verantwortung stellen wir uns. Und deswegen werden die Mittel für Provenienz um 2 Millionen aufgestockt. Gleichzeitig arbeitet unser Bundesjustizminister an rechtlichen Lösungen, um dieser moralischen Verpflichtung auch besser gerecht zu werden. Denn der Fall Gurlitt zeigt, auch wenn gerade in diesen Tagen ja eine Vereinbarung zustande gekommen ist, dass es nicht nur die öffentlichen Museen sind, die betroffen sind, sondern es sind eben auch private Sammlungen, bei denen wir genauer hinschauen müssen. Und ich denke, da sind wir uns einig, liebe Kolleginnen und Kollegen, Unrecht der Vergangenheit darf eben auch in der Gegenwart keinen Bestand haben. Und dass sich der Bundesjustizminister intensiv mit dieser Frage befasst, zeigt, dass Kultur in der Bundesregierung auch in den anderen Ressorts eine wichtige Rolle spielt. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass Andrea Nahles, unsere Bundesarbeitsministerin, in diesen Tagen einen Gesetzentwurf vorstellt, mit dem die Künstlersozialversicherung stabilisiert werden soll und mit dem vor allen Dingen ein Anstieg des Abgabesatzes verhindert werden soll. Diesen Gesetzentwurf wollen wir noch vor der Sommerpause hier im Plenum beschließen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Kultur lässt sich natürlich nicht auf gleiche Weise finanzieren wie zum Beispiel ein Stück neue Autobahn, von der man weiß, wie lang und breit sie werden soll. Kultur ist eben nicht statisch und es braucht deswegen Spielraum im Haushalt BKM, um die Förderkulisse auch lebendig zu halten und um flexibel zu sein auf Dinge, die sich neu entwickeln. Ich schließe mich da Eva Högel an, dass wir das bei den zukünftigen Haushaltsverfahren im Blick halten müssen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.